Warum wird der Inflatorschlauch des Wings am Hauptautomaten montiert? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute wollen wir euch im Video kurz zeigen, warum wir den Inflatorschlauch am Hauptautomaten montieren, also den Inflatorschlauch für das Wing am Hauptautomaten und nicht am Backup-Automaten. Wenn euch solche Videos mit Tipps und Tricks und allen möglichen Informationen rund ums Tauchen interessieren, dann abonniert doch unseren Kanal, macht am besten noch die Glocke an, sodass ihr kein Video verpassen könnt. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Warum bauen wir diesen Wing-Inflator an den Hauptautomaten? Ein Grund ist, dass dieser Inflator natürlich einmal hängen bleiben kann, dass das System nicht mehr richtig funktioniert und ihr hier ein Problem habt. Die Möglichkeit ist dann, diesen Inflator einfach abzustecken, was aber unter Umständen gar nicht so einfach ist. Meistens ist es die schnellere Methode, wenn man es geübt hat, wenn man es gewohnt ist, den Hauptautomaten abzudrehen. Zudem ist es auch so, dass in der Regel ein Problem am Hauptautomaten auftritt, wenn ein Problem da ist, und somit ist es einer der ersten Prozeduren, wenn etwas nicht stimmt, den Hauptautomaten abzudrehen, was auch in diesem Fall zum Erfolg führen würde. Das ganze System wird abgeschalten und das Wing wird nicht mehr weiter aufgeblasen. Das ist ein Grund, warum wir ihn am Hauptautomaten mit dran haben, um hier eben schnell einen Fehler beheben zu können. Ein zweiter und vielleicht sogar noch wesentlicherer Punkt ist es, wenn euer Hauptautomat ausfällt. Ihr dreht also die erste Stufe des Hauptautomaten ab, weil ihr dort ein Problem habt. Damit schaltet ihr natürlich auch den Wing-Inflator ab. Ihr habt aber nach wie vor den Trocki-Inflator, der am Backup-Automaten, der auf der linken Seite montiert ist. Damit habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Backup-Automaten zu atmen, euren Tauchgang zu Ende zu führen. Ihr könnt aber auch, und unser System kommt nun mal aus der Höhle, ist nun mal für die Höhle gedacht, die Höhle wieder bequem verlassen. Wenn ihr auftaucht, abtauchen müsst in der Höhle, weil die Höhle eben ein entsprechendes Profil hat, dann ist es ganz entscheidend, dass ihr euren Trocki nach wie vor bedienen könnt und hier das Gas ablassen und natürlich auch wieder reinlassen könnt. Das Wing könntet ihr im Notfall auch mit dem Mund aufblasen, wenn ihr es denn wirklich noch brauchen solltet. Insofern könnt ihr das Wing nach wie vor bedienen. Den Trockentauchanzug könntet ihr aber nicht bedienen, wenn dieser am Hauptautomaten angeschlossen ist. Deshalb die Aufteilung, den Wing-Inflator am Hauptautomaten und den am Backup-Automaten haben wir dann den Trockentauchanzug montiert. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr etwas mitnehmen konntet, gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr regelmäßig unsere Videos schaut und einfach wieder auf unserem Kanal vorbeischaut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.